Ui! Hey Leute und willkommen zu dem nächsten Video hier aus Bungartown. Und zwar stelle ich euch heute mal das sechste Haus vor. Und das ist hier geradeaus dieses Prachtexemplar. So, hier wieder das Schildbild bei Dexys MC, wieder von mir gebaut. Wenn man dann hier auf dem Grundstück ist, haben wir hier auf der rechten Seite so einen kleinen Brunnen, einfach so als Deko. Und hier im Eingangsbereich rechts und links auch noch so ein bisschen Blumen. Und hier rechts dann an den Scheiben noch so ein paar Jalousien im Grunde außen, dass man halt nicht reingucken kann, denn hier ist das Schlafzimmer. Wenn wir dann hier im Haus drinne sind, erstmal hier einen sehr großen Teppich, einfach ein bisschen Deko, damit es hier nicht so kahl auf dem Boden aussieht. Auf der linken Seite dann eine kleine Garderobe, hier zum Jacke aufhängen, Schuhe abstellen oder sonstiges. Und ja, fangen wir dann rechts hier mit dem Schlafzimmer an. So, ein sehr großes Schlafzimmer mit einem großen Bett und natürlich hier einem Fernseher, wieder in diesem Design von dem Mr. Creative 5. Hier hat das Ehepaar oder das Pärchen, wie auch immer, natürlich auch noch eine Xbox zum Zocken. Ist natürlich speziell für den Mann dann etwas, er wird sich freuen. Wieder noch ein Kleiderschrank. Und ja, das war es eigentlich schon hier in diesem Schlafzimmer. Neben noch ein bisschen Stauraum, wieder in diesem besonderen Design hier, was mal der Realtek bei mir auf dem Server gebaut hat. Ja, hier durch käme man dann in das Badezimmer. Natürlich all das da, was man braucht. Hier rechts haben wir dann eine Badewanne, speziell für die Frau. Doppeltes Waschbecken, hier neben noch ein bisschen Handtuchhalter. Eine Dusche für den Mann. Natürlich wie immer mit Seife und mit einem Schwamm. Und ja, Toilette auch, Klopapier da, all das, was man braucht. Hier kann man dann auch rausgehen, also in das Bad kommt man von beiden Seiten. Dann haben wir hier auch noch ein bisschen Stauraum, einfach um Sachen abzustellen. Ja, weiter geht es dann hier in den Küche- und Essbereich. Hier haben wir dann im Grunde einfach so einen Esstisch. Diesmal, den habe ich glaube ich auch aus meiner Designs-Folge genommen, aus der Mall da. Tische 1 oder Tische 2, keine Ahnung, halt mit den Schildern gemacht, dass hier oben so ein kleines Muster drin entsteht und dann einfach Teppich drüber. 4 Plätze, ja. Natürlich wunderschöne Bilder an der Wand. Die sind wieder mit diesem Plugin gemacht und nicht in diesem Texture Pack drin. Wenn es jemand wissen will, schreibt es einfach in die Kommentare. Hier haben wir dann eine sehr großzügige Küche. Hier haben wir dann das Waschbecken, hier ein Braustand, bisschen Schränke und hier natürlich einen großen Ofen. Kann man schön viel kochen, backen, sonstiges. Ja, Kühlschrank ist auch vorhanden. Und dann gehen wir dann nochmal weiter. Hier hinter wäre dann das Wohnzimmer. Da dachte ich einfach mal, ich setze mal so ein bisschen, ja, so eine Art Holztrennwand hier rein, damit man nicht direkt hier reingucken kann und es ein riesen Raum wird, sondern einfach hier dieses Holzregal im Grunde einfach so ein bisschen als Abtrennung. Gehen wir hier diese paar Stufen runter, kommen wir dann hier in das Wohnzimmer rein. Hier haben wir ein Tischdesign, dann einfach 2 Stühle, denn wie gesagt, hier wohnen ja nur 2 Leute. Und das Besondere hierin ist dann, wir schauen uns an. Ta-ta-ta-ta! Wir schauen gerade Avatar. Ich denke mal, den Film wird jeder kennen. Ich finde den richtig genial gemacht, den Film. Und ich könnte mir auch noch Avatar 2, 3, 4, 5, 6 angucken. Ja, mal schauen, wie es da aussieht. So, dann wären wir hier mit dem Haus soweit auch fertig. Gehen wir nochmal kurz raus. Gucken uns den Außenbereich an. Wobei, hier gibt es nicht viel. Hier gibt es noch nicht mal einen Pool, sondern nur hier so eine Art kleinen Wasserlauf. Einfach hier so ein bisschen Sitzmöglichkeit, damit man sich mal im Sommer raussetzen kann. Und ja, würde ich sagen, kommen jetzt noch 2 Kamerafahrten und wir sehen uns dann bei dem 7. Haus wieder. Und zwar ist das dann gebaut von dem Mr. Creative 5. Und ja, bis dann. Ciao.